Willkommen zurück zu Black Tail Innocence mit mir, dem Jaro 85 vom Knalltüten Gaming. Wir sind immer noch im Schlachtfeld, mehr oder weniger, und machen jetzt weiter und schauen, ob wir die Halunken vor uns ausschalten können. Los geht's. Nur Mut, Leute! Was war das? Oh, fängt ja gut an. Na dann. Wahrscheinlich einfach nur vorbeischleichen. Da vorne steht einer. Die kommen bestimmt hier mit diesem Zeug da. Aber hinter so eine Kiste zum Anrampeln. Die kann man vielleicht mal wieder nutzen, wenn man nicht so laut macht. Diese Schnalzen. Ich sehe Störenfriede! Schnappt sie! Ja, komm, schnappt mich! Nein! Nein! Nein, halt! Nicht so schnell, kleines Ball! Egal, lass ihn sterben! Nein! Okay, es bleibt nicht. Der französische Junge hat vor ein paar Folgen sowieso Ärger gemacht. Also müssen wir den doch mit dem Getränk hier ausschalten. Gut, da wissen wir Bescheid. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Leichenentsorgung oder Leichensortierung oder wie? Nur Mut, Leute! Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt! Gaillen gehört uns! Was war das? Das war aber knapp. Das war wirklich sehr knapp. Okay. Leise weiter. Ich weiß ja nicht, was hier noch so rumhuscht. Hier auf jeden Fall nichts. Oh, momentan geht's. Amicia, ich bin so müde. Siehst du, da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na endlich. Ja. Bäume sind gut. Wo kommt ihr denn her? Seid ihr allein? Achtung! Sag schon, Drecksack! Das ist meine Schwester, Bastard! Jetzt lasst uns gehen! Ihr werdet uns auch nie wiedersehen! Versprochen! Sicher nicht. Da, wo ich herkomme, werden Plünderer auf der Stelle hingerichtet. Was sollen wir tun? Zu riskant. Hier lang. Hey! Und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Hey! Jetzt! Sehr gut! Lass uns abhauen! Folgen wir ihnen! Los hinterher! Da! Da! Sie fliehen! Ah, oh, nein! Hugo! Lauf! Amicia! Lass mich los! Au! Dankeschön, da gab's ihn auf der Mappe. Und oh, damit sind wir in Kapitel 6. Beschädigte Güter. Okay. Uiuiui. Es wird langsam immer knackiger, aber dafür auch immer interessanter. Und jetzt sind wir gefangen. Hey, Kleine, aufwachen! Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Lady de Rune. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul! Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. Räudiger Köter.
sehr sympathischer Typ. Wir helfen und so. Sind wohl Assassinen. Na klasse. Wer seid ihr? Millie. Und das ist Arthur. Das ist alles eure Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Die Schweine haben meine Schleuder. Die brauchst du nicht. Finde Hugo. Oder in Deutsch. Hugo. Die haben unser Zeug geklaut. Die Wache. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Zieh dich nach einer Ablenkung um und drücke damit Arthur und Mädels wird beschäftigt. Cool. Wissen wir, wie viele Tote es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Wo sind die? Sicher Tausende. Aber wegen der Ratten kann man nur schwänzen. Hugo ist allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Moment, erstmal einheimsen. Wo zum Teufel kommen diese verfluchten Biester her? Stecken die Valois dahinter, oder wir was? Wir müssen den Weg freiräumen. Die Ratten sind auch über die Valois-Dörfer hergefallen. Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Eine biblische Plage. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit. Wir haben andere Probleme als diesen Krieg. König Edward muss den Rückzug anordnen. Gut gemacht, Arthur. Ja. Na los. Die anderen haben das gar nicht gehört. Wahrscheinlich taub. Pass auf die Flaschen auf. Was ist denn das? Na, rein gar nichts. Störfriede! Nein! Vorsicht! Diese Schlachten. Oh. Und dann diese Kerle da mit ihren Bögen und ihrer Quasselei. Sie schießen auf einen. Oh. Auf einen Tod. Noch irre. Ja! So läuft das im Krieg. Okay. So erteilt man einem Valois eine Lektion. Hast du gestern unten ist gut erwischt? Ja, aber das war keine große Sache. Diese Holzköpfe stürmen einfach blind drauf los. Los! Als Märtyrer sterben. Ah. Elf in funkelnder Rüstung. Man muss nur einen Schwachpunkt finden und zack! Nichts leichter als das. Oh, nettes Frühstück. Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir, Guyen gehört endlich wieder zu England. Die Pike, da! Nein, wir müssen da drüben lang. Du brauchst doch nur eine Fackel, um sie zu vertreiben. Ja, ganz gut einfach. Gesehen. Ich hab sie gesehen, Hunderte. Jetzt nach links. Sei bloß vorsichtig, wir brauchen dich lebend. Oh, was funktioniert? Da war nichts. Sehr gut. Was für ein Gefangener bringt so eine hohe Belohnung? Kinder von Valois, der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Rouen. Der Robert. Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Schnell. Atemberaubend, ja. Mal sehen. Das und das. Gar nicht mal übel. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver, wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Wärst du so freundlich? Ja, mach mal.
anderswo. Hier, viel Spaß damit. Danke. Gut gemacht. Dann weiter. Ich komme schon. Moment, lass uns mal einheimsen. Jetzt aber eilig. Leise. Belly, nicht da lang. Da sind zu viele von ihnen. Ja, sie wissen, was sie tut. Hoffentlich. Da ist was. Schlagt Alarm, Eindringlinge! Nein! Bald haben wir weder Brot noch Wein. Das war ja klar. Also wir lassen das ganze Gelumpe lieber mal liegen. Weil sonst wären die Typen wach. Wir müssen auch Hugo finden. Leise. Belly, nicht da lang. Da sind zu viele von ihnen. Kennen ja alle. Scheint die Kneipe zu sein. Bald haben wir weder Brot noch Wein. Ich seh mal nach. Au, aufgepasst! Ja, wieso sehen die mich? Wie soll man das denn schaffen? Toll. Ja, wieso sehen die mich? Ich bin auch hinter der Tante gewesen. Leise. Belly, nicht da lang. Da sind zu viele von ihnen. Ich war außen lang. Ich war außen lang, vielleicht geht das ja auch. Da liegt was. Die Münzen. Willst du sie gar nicht mitnehmen? Englisches Geld. Das rühre ich nicht an. Achso. Mal sehen. Da drüben, ich habe jemanden gesehen. Das ist alle wuschig hier. Super. Loslassen! Hier ist für dich Endstation. Sie wird schon platt gemacht jetzt. Wir haben weder Brot noch Wein. Ja, das war ja klar. Nein! Nur doch hinter der Tante her. Ach, Mann. Die kann ihn ja auf der Hutschnur gehen. Na gut. Irgendwann schafft das. Nicht da lang, da sind zu viele von ihnen. Bald haben wir weder Brot noch Wein. Oh, hier haben wir mal nicht gesehen. Wow. Immer dasselbe, wenn wir eine Schlacht. Oh, du bist verrückt. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Gott sei Dank. Restschlachtfeld, oder wie? Mein Bruder sieht ganz so aus. Schnell. Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist sie? Diese Dreckskerle. Diese Dreckskerle. Ruhige dich. Nein, hey, bitte nicht. Die Kleine. Freu dich einfach, dass du noch lebst. Die meisten hier gehen. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Kleine ist entkommen. Ihr Käfig steht offen. Alle suchen nach ihr. Scheiße. Verteilt euch. Achtet auf die Türen. Und bleibt wachsam. So ein Käfig öffnet sich nicht von allein. Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Ja, wie denn? Aha, okay. Sind sie alle weg? Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, sie haben sie in die Tour da gesteckt. Gut. Das ist gut. Ein paar Männer rüber zum Ostwall. Dein Einsatz, Melly. Melly? Wie auch noch Melly ist, ne? Das ist immer das Zeug, das war, ja? Endlich. Ja. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. Ist erledigt. Zum Glück sind sie beschäftigt. Ja. Melly, das Schloss. Das ist wirklich sehr heimtückisch hier alles. Kinderspiel.
Sie sagten, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Amicia! Oh. Sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Und Melly kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja. Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Was machen die? Okay. Ja, wir können wieder Schleuder umgehen. Durchsuch die Zelte! Da können wir noch was einheimsen. Mittlerweile dürfte es ja möglich sein. Trotzdem müssen wir aufpassen. Ein paar Männer rüber zum Außenwall! Spannung geboten ohne Ende. Soldaten, Bericht! Noch immer nichts. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Aussperren! Teilt euch auf! Achtet auf die Zelte. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Was? Das sehe ich mir besser. Schlag Alarm! Nein! Sicher? Absolut, ich bin. Dann los. Oh, gut gemacht. Muss ich mal sagen. Aber die können wir jetzt angreifen. Keine Spur von ihr. Vielleicht ist sie doch bei den Käfigen. Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. Ja, noch 7 Steine haben wir. Lasst uns in Frieden. Das war unglaublich. Dankeschön. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Das ist besser als ich schaffe oder so sogar. So. Stein? Was war das? Ich sehe mal nach. Hey, sofort stehen bleiben. Na los. Was habe ich da gerade gesehen? Sie ist gar nicht zu überlegen. Salpeter haben wir genug. Da ist was. Hey da! Zack. Gestorben ist halb tot. So. Irgendwie so eine Weisheit. Was ist da rausgekommen? Ah, war richtig. Oh oh. Nein. Sieht nicht gut aus. Oh, der dunkle Ritter. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Ui. Zum Glück gab's ja auch noch. Amicia, dräng sie zurück! Oh! Die Inquisition? Was zum Teufel habt ihr getan? Nein! Wir haben nichts getan! Sie wollen mich los! Lasst uns abhauen! Vorwärts! Schnell! Weiterlaufen, Hugo! Folge Melly! Schnell! Und schnell! Amicia, wir kriegen den hoch! Schnell, Amicia! Gib uns die Ruhe! Ich komme ja! Oh nein, niemals! Sie kommen hoch! Uns läuft die Zeit davon! Schnell! Verschlossen! Scheiße! Oh, schnell, ja! Nein! Okay, raus! Alles klar! Weiter! Das sind hierher! Schnell! Dass man sie treffen kann, das ist jetzt cool! Oh, ich möchte kämpfen jetzt! Alles klar! Weiter! Das ist geflogen! Die Luke da! Das könnte unser Weg nach draußen sein! Da ist deine Kette! Melly! Komm schon! Mach die Tür auf! Nein, komm schon! Mach! Oh, mach! Sie haben die Tür geöffnet, sie sind hier! Ich kümmere mich um sie! Da draußen könnt ihr euch nirgendwo verstecken! Oh, jetzt! Amicia, komm schnell!
Und schnell. Da! Dort drüben! Schnapp sie! Amicia? Schutz! Au! Arthur! Das war Arthur! Beeilen wir uns! Hier drüben! Los! Los! So, ich steh weg. Aber wir haben es geschafft und sind jetzt in Kapitel 7, der Pfad vor uns. Uiuiui. Ein bisschen länger, aber jetzt hat er's. Ob Arthur noch kommt. Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Genau, noch sind wir nicht in Sicherheit. Und ob wir richtig in Sicherheit kommen, das seht ihr in der nächsten Folge von A Black Tale Innocence. Bis dahin, macht's gut. Euer Jaro85.